Ein überwältigendes Ereignis. Fast 200 Gäste würdigten den Stahnsdorfer Maler Eberhard Trotler zur Eröffnung seiner Ausstellung Eberhard Trotler und Familie im Rathaus Kleinmachnow. Seit der Nachkriegszeit ist die Familie des Stahnsdorfer Künstlers Eberhard Trotler in der Region verwurzelt. Sein Vater hatte nach der Heimkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft in Stahnsdorf eine Malerwerkstatt übernommen. Auch Eberhard Trotler lernte zuerst diesen Beruf. Mitte der 1960er Jahre begann er ein Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm und arbeitete danach als Ingenieur für Farbgestaltung in Berlin und Potsdam. Zur gleichen Zeit widmete er sich unter Anleitung von Otto Niemeyer-Holstein und angeregt von Kurt Querner intensiv der Malerei. Beide Vorbilder arbeiteten vor Ort und suchten den direkten Kontakt mit der Natur bzw. mit den Menschen. 1982 wurde er in den Verband Bildender Künstler der DDR aufgenommen und arbeitet seitdem freiberuflich als Maler. Er erhielt Förderaufträge zum Thema Landwirtschaft und nahm 1986/88 an den internationalen Plenaires Braunkohletagebau in der Lausitz teil. Seit 1998 ist er ehrenamtlich als Organisator von Ausstellungen und Veranstaltungen im Gemeindezentrum Stahnsdorf als Vertreter des soziokulturellen Vereins 1a tätig. Zu Trotlers Lieblingsmotiven gehören neben Landschaften und Menschen seines Umfeldes auch Zwillingsschwester Erika, die aufgrund eines Sauerstoffmangels während der Geburt geistig behindert zur Welt kam. Mit ihr, seinem vor einigen Jahren verstorbenen Sohn und zahlreichen weiteren Familienmitgliedern ist er kreativ verbunden. Anlässlich seines 75. Geburtstages in diesem Jahr blickt er zurück auf die Kunst der Familie Trotler. Ihnen ist diese Ausstellung gewidmet. Schon mit 6 Jahren war ich davon besessen, die Form der Dinge zu skizzieren. Nach meinem 50. Lebensjahr machte ich eine Reihe von Grafiken, aber alles, was ich vor meinem 70. produziert habe, ist der Rede eigentlich nicht wert. Im Alter von 73 lernte ich schließlich etwas über die wahre Natur und das Wesen der Dinge. Deshalb werde ich im Alter von 86 wohl mehr und mehr Fortschritte erzielt haben. Mit 90 werde ich dann noch tiefer in die Bedeutung der Kunst eingestiegen sein. Im Alter von 100 werde ich einen exzellenten Rang erreicht haben. Und mit 110 werden jeder Punkt, jede Linie ein eigenes Leben haben. Ich hoffe nur, dass einige Leute so alt werden, um den Wahrheitsgehalt meiner Worte zu erkennen, die eines ins Zeichnen vernarrten Greises. Zitat Kachika Hokusai. Nicht Eberhard. Lieber Eberhard, liebe Familie Trotler, liebe Kunstfreunde, nun bist du, Eberhard, nicht nur ins Zeichnen, wie dieser großartige japanische Holzschneider und Maler, sondern ebenso auch ins Malen vernarrt. Und ein Greis bist du selbstverständlich auch noch lange nicht. Aber ein 75. ist schon ein Anlass für eine größere Bilanz. Bei der Menge deiner Bilder kann hier im Rathaus auch nur ein klitzekleiner Ausschnitt zu sehen sein. Ihre Sonne. Alljährlich prangt die Sonne in unserem Gebiet Kleinmachnow-Teltow-Stahnsdorf. Das ist noch ein Plakat, das Chef noch gedruckt hat. Also ich freue mich sehr, dass ich hier gemacht durfte und auch gemacht habe.